Kommen wir nun zu Datentypen, mit welchen wir auch andere Zeichen als nur Ziffern darstellen können. Ein einzelnes Zeichen, wie einen Buchstaben, eine Ziffer, ein Sonderzeichen oder ein Symbol, können wir in Processing in einer Variablen vom Datentyp Character speichern. Dieser wird in Processing als Char geschrieben. Das Zeichen selbst wird dabei zwischen einfache Hochkommas gestellt. Aber schauen wir uns das am besten gleich im Processing an. Auch hier arbeiten wir wieder im Setup-Bereich, da wir ja nichts im Sketch-Fenster zeichnen wollen, sondern nur auf der Konsole was ausgeben. Und wir deklarieren drei Variablen, einmal für einen Buchstaben, einmal für ein Sonderzeichen und einmal für eine Ziffer. Hier also zum Beispiel ein M und Sie sehen, ich habe das mit Char eingeleitet und das M selbst in Hochkommas gestellt. Und analog dazu für ein Fragezeichen und für die Ziffer 4. Immer jeweils schön in Hochkommas. Geben wir das Ganze jetzt nun noch aus mit println. Und noch für unsere 4 und starten das Programm. Und voilà! Hier ist unsere Ausgabe. Sie sehen in jeder Zeile eine unserer Variablen, das M, das Fragezeichen und die 4. Wenn Sie den Datentyp Character für Ziffern verwenden, achten Sie aber darauf, dass der Computer diese nicht als Zahlenwert auffasst. Daher kann mit Variablen vom Datentyp Character auch nicht wie gewohnt gerechnet werden. Wir wissen nun, wie man ein einzelnes Zeichen in einer Variable abspeichert. Will man nun aber ein ganzes Wort abspeichern, so verwendet man den Datentyp String. Ein String ist eine Zeichenkette und wird vom Processing im Hintergrund als eine Aneinanderreihung von einzelnen Characters hinterlegt. Beim Initialisieren und Zuweisen von Strings ist darauf zu achten, dass die Zeichenkette selbst zwischen doppelte Hochkommas geschrieben wird. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und auch hier wieder im Setup-Bereich. Wir deklarieren also einen String mit String. Nehmen wir unser Beispiel wieder mit Max. Wir wollen den Vornamen Max speichern. Dann sagen wir Variablename, nehmen wir First Name. Und den String Max in doppelten Hochkommas. Und wir sehen gleich hier, der String selbst wird vom Processing in Violett geschrieben. So, geben wir das wieder aus. Dann sollten wir in der Konsole, genau, Max dastehen haben. In Strings sind aber jetzt auch Leerzeichen möglich. So können wir zum Beispiel verschiedene Wörter in einem String speichern. Nehmen wir zum Beispiel auch noch seinen Nachnamen dazu. String Name ist Max. Und dann unser Max. Sehr toll ist unser Max der Musterstudent. Und wenn wir jetzt statt First Name den ganzen Namen ausgeben wollen, dann machen wir das mit Name und schauen wir, was passiert. Und schon wird unser Max Musterstudent ausgegeben. Wenn Sie jetzt aber aufgepasst haben, dann haben wir bestimmte Zeichen verwendet, eben das Hochkomma und das doppelte Hochkomma, um eben Characters und Strings einzuleiten und abzuschließen. Was jedoch, wenn man genau dieses Hochkomma oder das Anführungszeichen speichern und darstellen möchte in einem String? Die haben ja im Processing eben diese bestimmte Wirkung. Denn sie zeigen an, dass an dieser Stelle eben ein Character oder ein String beginnt oder endet. Um diese Wirkung auszuhebeln, wird dem entsprechenden Zeichen ein Backslash-Zeichen vorangestellt. Also zum Beispiel eben Backslash doppeltes Hochkomma oder Backslash Hochkomma.
Dieser Vorgang wird im Processing auch Maskieren genannt. Das Backslash-Zeichen ist nämlich auch ein Zeichen mit bestimmter Wirkung und zeigt an, dass das darauffolgende Zeichen für Processing eben nicht die übliche Bedeutung hat. Das können wir gleich mit dem Namen ausprobieren. Wenn wir hier Backslash Anführungszeichen machen und auch hier noch einmal und am Schluss, weil es so schön ist, gleich ein doppeltes Backslash und das Programm noch einmal starten, sehen wir hier, der Max Musterstudent wird ausgegeben mit eben Musterstudent nun in Anführungszeichen und am Ende ein Backslash-Zeichen. Strings und Characters können im Processing auch aneinandergereiht werden, also verkettet werden. Schauen wir uns das gleich anhand von einem Beispiel an. Wollen wir zum Beispiel aus einem String Erdbeer und einem String Ice ein Erdbeereis machen, würden wir das so machen. Einmal der String Erdbeer in Hochkommas plus der String Ice. Wenn wir jetzt Processing das Programm wieder starten, dann sehen wir, Processing gibt uns Erdbeereis aus. Wollen wir das Ganze noch probieren, indem wir einen String und einen Character verketten, dann können wir schreiben println von Erdbeer plus ein E, ne, kein Dreier, ein E. Dann gibt uns Processing in der zweiten Zeile eine Erdbeere aus. Diese Verkettung wird Konkatenation genannt. Im Processing wird sie mit dem Pluszeichen dargestellt. Sie bewirkt ein Aneinanderhängen von Strings bzw. Strings und anderen Datentypen. Das Ergebnis ist ein neuer String. Wir können das Ganze auch mit Variablen lösen. Nehmen wir eine Variable vom Typ String für den Geschmack. Die nennen wir Erdbeer. Und eine Variable vom Typ String wieder. Und das sagen wir, das ist der Type. Wir wollen ein Eis essen. Und jetzt geben wir das Ganze aus mit Flavor plus Type. Was passiert jetzt? Starten wir das Programm und Processing gibt uns wieder Erdbeereis aus. Das heißt, Sie können Strings und Characters oder andere Datentypen entweder direkt verketten, indem Sie eben den String und den Character mit einem Pluszeichen verbinden oder das Ganze über Variablen lösen.